ganz, ganz herzlich auf Kinderspielzeugtest. Ich habe heute was mal wieder für etwas kleinere Kinder. Empfohlen ist das Spielzeug ab 2 Jahren aufwärts. Es handelt sich dabei um etwas, was Musik macht. Beschrieben ist es als Saxo-Flöte. Und ich finde hier draußen 3 interessante Hinweise. Zum einen, dass man hier 16 Teile hat, die man irgendwie ineinander stecken kann. Dann, dass diese Teile unkaputtbar sein sollen. Und dass man durchaus vorsichtig sein soll, dass das nicht in Ohrnähe getrötet werden soll, weil das sonst zu Hörschäden führen kann. Also ich vermute, das wird ein bisschen laut. Gucken wir mal. So. Okay. Davon jede Menge Teile aus Kunststoff. Jetzt ist alles alle. Okay, was auch immer das ist, ich packe es einfach wieder ein. Okay, hier ist das Mundstück. Oh, das hat Trillerpfeifencharakter. Juhu. Und das hier ist das Endstück. Hier sind so grüne Teile, die haben so ein Loch. So, und da gibt es halt 3 Stück von. Dann probieren wir doch erstmal die aus. Okay. Zusammenstecken geht recht einfach, ein bisschen Kraft braucht man, aber geht ganz gut. Ja doch, so rum. Mal gucken. Das klingt wie eine Blockflöte. Allerdings sind die Abstände sehr weit, also wie Kinderhände das schafft, also mit 2 Fingern sind okay. Aber für den 3. wird es schon schwierig. Ich weiß nicht, ob Kinderhände das hinkriegen. Also zumindest nicht Kinder ab 2. Aber es klingt tatsächlich wie Blockflöte. Macht es einen Unterschied, ob ich das Ding hier unten drauf mache? Mal gucken. Cool. Man merkt, ich habe mal Blockflöte gemacht, ne? Ja, in der Grundschule. Lange ist es her. Cool, also somit klingt es erstmal mit der Blockflöte. Ich glaube, die Abstände sind für 2-Jährige zu groß, um alle 3 Löcher zu bedienen, aber 2 gehen auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, ob wir so coole Sachen bauen können wie hier oder wie hier vorne drauf abgebildet und ob es einen Unterschied auf den Klang macht. Oh. Mir war ein Schlimmes. Machen wir das mal mit Gelb. Eigentlich, um so coole Gebilde bauen zu können, wäre eine ganz große Voraussetzung für mich, dass die Dinger cool feststecken ineinander. Aber das tun sie nicht. Die Teile hier an sich gehen total gut. Aber in die Grünen geht's nicht. Und das ist irgendwie ziemlich doof. So rum geht's. Bauen wir doch erstmal so rum. Schon cool. Ich kann das in alle Richtungen drehen. Also richtig rum. Zack. Zack. Mundstück. Das packen wir mal da wieder mit dran. Und die. Es bleibt auf jeden Fall schon mal stehen und jetzt können wir auch. Auch irgendwie. Flöten. Oh Gott. Also einen gescheiten Ton rauszukriegen, ist nicht mehr ganz so einfach, als wenn nur die grünen Dinger aneinander sind, aber es funktioniert. Das Problem ist nur, dass sich diese Dinger wirklich auf der einen Seite cool bewegen lassen. Wenn man darauf spielen möchte, ist es ein bisschen nervig, wenn einem ständig alles wegknickt. Also tiefer Ton geht. So funktioniert. Jetzt mag ich es noch einmal anders mal ausprobieren.
dass das Ding so zwischendrin auseinanderfällt, ist aber nicht im Sinne des Erfinders. Was ist denn, wenn ich es so rummache, so rummache und so rumspielen möchte? Ist vielleicht für kleine Kinder ein bisschen cooler, wenn die Dinger näher hier dran sind? Okay. Man kann es spielen, allerdings fällt es bei der kleinsten Bewegung auseinander. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Kritikpunkt an diesem Spielzeug. Weil ich finde, es kann nicht sein, dass man das an sich eigentlich alles einfach zusammenstellen kann. Und hier passt es ja auch. Und hier passt es ja auch. Warum passt es dann bei den Steckverbindungen von grün zu gelb oder von grün zu blau nicht? Das ärgert mich auch, weil ich denke, das ist was, das muss nicht sein. Und das hätte der Hersteller bedeutend besser lösen können, dass es eben nicht ständig auseinanderfällt. Daher, mein Fazit für heute. Solltest du dieses Spielzeug für dein Kind kaufen? Wenn du dein Kind ein bisschen in irgendeiner Form an Musik ranbringen möchtest, wobei es jetzt auch nicht als Musikinstrument bezeichnen würde, dafür kann es dann doch zu wenig. Aber wenn du so ein erstes Gefühl dafür geben möchtest, weil hier eben auch Löcher drin sind, dann ist es sicherlich okay. Aber den Spaß, wie es auf der Verpackung verspricht, den hält es überhaupt nicht ein, weil es eben ganz schnell auseinanderfällt. Deshalb würde ich sagen, kauf es lieber nicht. Denn ich finde, dass es auseinanderfällt, viel zu ärgerlich und es nimmt den Spaß. Ich denke, da gibt es bestimmt andere coole Sachen, mit denen dein Kind Musik machen kann, ohne dass es sich ärgert, weil es auseinanderfällt. Und, was man bei diesem Spielzeug auch nicht vergessen darf, ich befürchte, das wird auch extrem laut, weil ich habe gerade nur ein bisschen da reingepustet und nicht mal doll. Und ich habe halt Hunde hier. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier ganz doll reintröte. Ich probiere es aber einmal noch zum Abschluss. Alter. Also das ist was, das möchte ich meinem Kind nicht in die Hand geben, dann werde ich nämlich wahnsinnig. Deshalb, auch wenn es nur 13 Euro kostet, kaufe es, glaube ich, lieber nicht. Bis dann. Tschüss. Ich bin taub.